Die erste allgemeine Verunsicherung ist nicht nur eine großartige Band, sondern auch tatsächlich etwas, das die Leute verunsichert hat, weil es ja in Österreich auch tatsächlich eine erste allgemeine Versicherung gibt, die übrigens, wenn mich nicht alles täuscht, sogar rechtlich gegen die Band und ihren Namen vorgegangen ist, damit dann allerdings vor Gericht nicht durchgekommen ist. Trotzdem war wahrscheinlich der ein oder andere Anruf in der Zentrale der Versicherung mit dem Interesse, eine Platte zu bestellen, womöglich für die Administratoren das ein klein bisschen nervig. Aber egal, ich habe jetzt passend zur Abschlusstournee der ERV meine CD-Sammlung aufgestockt und kann euch jetzt so mehr oder weniger eine fast komplette Werkschau bieten. Die ein oder andere Kleinigkeit fehlt mir noch, aber trotzdem können wir mal durchblicken und kann ich euch vielleicht auch ein kleines bisschen von der Bandgeschichte von einer der meiner Meinung nach besten deutschsprachigen Bands ever liefern. Und das beginnt hier mit einer ziemlich unscheinbaren CD, muss man ganz ehrlich sagen. Es sieht so ein bisschen aus mit dem Cover des erbrechenden Goofy, noch relativ klein, so Briefmarkenformatig hier auf das Schallplattencover gepinselt. Übrigens absolut großartig, dass diese Zeichnungen ja meistens auch von tatsächlichem ERV-Mastermind Thomas Spitzer kommen, der auch die ganzen Texte geschrieben hat und der auch die Musik geschrieben hat. Interessant ist, dass diese allererste Platte aus dem Jahr 1978 noch komplett aus dem Rahmen fällt, weil als Produzent und auch als Sänger fungiert hier Wilfried Scheutz, der als Wilfried auch ein bekannter Sänger ist und nicht der Sänger ist, mit dem die ERV dann letztendlich in die Geschichte eingegangen ist. Die Liedertitel klingen hier auch tatsächlich schon nach ERV absurd. Trotzdem muss man dazu sagen, dass auch wenn ich für ERV-Fans tatsächlich empfehle, sich diese CD zu gönnen und anzuhören, es sehr, sehr absurd ist, das zu hören, nämlich ohne die bekannte Stimme von Klaus Eberhardinger als Sänger. Das ist wirklich was ganz anderes und man merkt dann tatsächlich schon, inwiefern die Band und ihr Humor und auch ihre, obwohl auch hier eben von Thomas Spitzer geschriebenen Songtexte, ihren Charakter und ihren Charme dann in Wirklichkeit von der Stimme von Klaus Eberhardinger bekommen. Aber was ich sehr cool finde, ist eben, dass die Zeichnungen und Cartoons, hoppala, und Songtexte von der ganzen CD auch hier mit dabei sind. Übrigens, dass die Original-Vinyl-Schallplatte aus dem Jahr 1978 ist ein absolutes Sammlerstück und ich habe sie auf Willhaben entdeckt zu unschlagbaren Preisen von gemütlichen 1000 Euro aufwärts. Da ist dann natürlich die nachproduzierte Auflage aus dem Jahr 2015 wesentlich besser. Wir unternehmen eine kleine Zeitreise und kommen zu etwas, das finde ich für ERV-Einsteiger absolut genial ist, denn diese 3-CD-Box, die gibt es bei Amazon derzeit um weniger als 8 Euro und damit bekommt man dann mehr oder weniger nach erste allgemeine Verunsicherung wirklich die nächsten Alben, die die ERV produziert hat, inklusive dem großartigen Geld oder Leben. Schauen wir dann einmal weiter. Wir bewegen uns vom Jahr 1978 eben ins Jahr 1983 zur zweiten Platte namens Spitalo Fatalo. Das war eine derjenigen Platten, die ich als Kind gehört habe, beziehungsweise ich habe, wenn mich nicht alles täuscht, da was vergessen dazwischen, nämlich noch eine ERV-Platte, die dazwischen produziert wurde, die ebenfalls nur in einer streng limitierten Auflage, Gott sei Dank, sagte damals sogar die ERV, produziert wurde, die ich aber schon seit längerem in der Sammlung habe und deswegen eben nur da jetzt da ganz kurz herzeige. Das ist das zweite Album aus dem Jahr 1981, wenn mich nicht alles täuscht. Diesmal mit Gesang unter anderem dann Gerd Steinbecker dabei, aber auch hier noch ein sehr, sehr ungewohnter Stil. Auch hier können wir kurz durch das Booklet blättern. Auch hier dann natürlich
Thomas Spitzer als Mastermind hinter allem und einer wirklich absurden Aufbereitung. Aber wir kommen weiter zum Spitalo Fatalo. Da haben wir, ich glaube, nur mehr einen Einleger eigentlich. Nur mehr einen Einleger. Keine Texte leider in diesem Fall mit dabei. Dafür aber eben schon Klaus Eberhardinger auch mit dabei, auch mitgeschrieben teilweise an der Musik und dem Arrangement. Interessant natürlich die ganzen CDs so gestaltet wie damals die Labels von den Originalschallplatten. Auch hin, also da hat man sich, muss man zugeben, jetzt nicht unbedingt mit Kreativität überhäuft, kann man sagen. Auch hier beim A la carte Album wieder mal ein sehr, sehr cooles Cover. Und können dann wechseln. Ist da irgendwas Spannendes drin? Ja, tatsächlich. Aber wirklich interessant wird es jetzt dann ab Geld oder Leben. Da finden wir dann auf diesem Cover mit dem coolen, auf diesem Album mit dem coolen Cover unter anderem Baba Banküberfall, Heiße Nächte in Palermo, Fata Morgana, die absolut großartig sind. Küss die Hand, Herr Kerkermeister. Oder also für alle, die sich jetzt denken, oder was ist diese ERV genau? Und doch tatsächlich nichts von ihnen gehört haben. Erstens. Was? Und zweitens, absoluter Anspieltipp, beziehungsweise jetzt auf Google und YouTube Eingib- und Anhörtipp Märchenprinz, was ich absolut grenzgenial finde, beziehungsweise eigentlich meine tatsächliche Lebenshymne, die als Abschluss von diesem Album in die Geschichte eingegangen ist, nämlich Morgen. Ja, das ist ein wirklich fantastisches Lied. Das ist eines, das ich mir tatsächlich sehr, sehr oft schon dann wieder mal in Erinnerung gerufen habe. Aber absolut große Empfehlung. Ebenfalls eine großartige ERV-Platte, die YouTube jetzt einmal großartig von mir kreativ zensiert bekommt. Übrigens, das ist für Amerikaner offensichtlich so schädlich, dass ich dieses Album auch als Kind tatsächlich als 4-5-Jähriger als Schallplatte in der Hand hatte und rauf und runter gehört habe und dadurch nicht irgendwie komisch war. Warte mal, das Argument funktioniert nicht ganz. Naja, auch auf diesem Album wirklich einige geniale Nummern mit drauf. Küss die Hand, schöne Frau, ein riesengroßer Klassiker. An der Copacabana, ebenfalls sehr kultig, der Sandlerkönig Eberhard. Aber für mich eigentlich fast neben Küss die Hand, schöne Frau, auf dem Album das absolute Highlight Burli, wo Klaus Eberhardinger immer wieder gesagt hat, er findet es faszinierend, dass es gerade ein Lied über Radioaktivität war, weswegen ihnen eine eben solche verwehrt blieb, weil das kritische Lied offensichtlich dann teilweise nicht so gut angekommen ist bei den Medienanstalten. Auch noch ein großartiges Album, das ich noch aus meiner frühen Kindheit kannte, wo ich wahnsinnig lang versucht habe zu hinterfragen, was diese Konstellation eigentlich soll. Und wo wir zum Beispiel auf dem Album großartige Nummern wie Wo ist der Kaiser, Ding Dong, Arrivederci, Es fährt kein Zug, Das Mutterl ist was ganz was anderes. Aber meine absoluten Highlights von der CD sind neben Ding Dong auf jeden Fall ein Geht um die Welt und Samurai. Samurai ebenfalls vielleicht sogar der Nummer 1 Anspieltipp auf dem Album, wobei Ding Dong finde ich auch absolut grandios und auch noch wunderschön illustriert und gezeichnet, der Songtext. Das finde ich absolut kreativ und das ist ganz ehrlich, in diesem Sinne kann ich nur sagen, MP3-Downloads, digitales Streaming und sonstiges geht's scheißen. Außerdem, fast eines der wahrscheinlich der genialsten Alben, die sie jemals gemacht haben, ist Watumba mit Willkommen im Neandertal, mit Inspektor Tatü, das ich großartig finde. Jumbo finde ich auch wunderbar. Die UFOs kommen ist großartig. Und die unglaublich lustige Alkparade als ich will nicht sagen Bonustrack, aber als quasi Sketch, der am Ende
von der CD ist. Es ist da tatsächlich echt schwer zu sagen, welche Alben die besten sind. Es ist bei der ERV sehr leicht zu sagen, welche Alben die schlechtesten sind. Da kommen wir dann gleich dazu. Aber die besten sind echt schwer, weil auch das nächste sieht schon irgendwie deutlich moderner aus. Nie wieder Kunst ist aber immer noch aus dem Jahr 1994, ist ebenfalls absolut großartig. Mit Cinderella ist fantastisch. 300 PS ist eines meiner persönlichen absoluten Lieblingslieder von ihnen. Einmal möchte ich ein Böser sein, ist großartig. Und dann als letzte Nummer noch Leckt's mir, was man ebenfalls genauso wie morgen, ja morgen schon fast als Lebensmotto bezeichnen kann. Ich hoffe eben tatsächlich, dass die Leute, die sich jetzt ein bisschen dafür interessieren, über ihre, ich sage auf jeden Fall legalen Musikkanäle, ich bilde mir ein, also auf Amazon Prime Unlimited sind, glaube ich, alle Alben drauf. Auf Amazon Prime einige, aber das ist natürlich nichts, was irgendwie das ersetzen kann, hier CDs in der Hand zu haben. Aber um einmal sich einen Einblick zu verschaffen, ein bisschen reinzuhören, ist es definitiv in Ordnung. Wir blättern weiter, durch eine schnelle Compilation mit ganz, 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 ganz seltsamem Cover. Was auch immer das soll, eine Live-CD mit Live-Aufnahmen von den Liedern von den ersten Alben aus dem Jahr 1995. Man sieht hier nicht besonders gut erhalten eigentlich. Es ist sogar, hat jemand mit einem Kuli drauf geschrieben, Thomas Sch. Ich nehme an, es ist nicht Thomas Spitzer, sonst wäre das Ding womöglich etwas wert. Es ist schon eigentlich gemein, dass ein paar Nullen auf dem Konto eigentlich den Unterschied zwischen einer Schmirage und einem Autogramm ausmachen. Aber wir schauen weiter. Und zwar genau zu dem, was ich vorher schon angesprochen habe. Die guten Alben der ERV sind relativ schwer zu identifizieren, weil es davon einfach so verdammt viele gibt. Die bei den schlechten hat man es einfach. Und da starten wir einfach einmal, finde ich, mit dem absoluten Kaiser, nämlich dem Album Frauenluder. Und nein, es soll nicht Lieder heißen. Damals hat sich die ERV offensichtlich komplett neu erfinden wollen, als beschissene Band eigentlich, weil von diesem Album ist so ziemlich kein einziges Lied mit dabei, das ich auch nur ansatzweise irgendwie gut finde. Es gibt im Best Case gibt es das ein oder andere Lied drauf, das tolerabel und akzeptabel ist. Die Zeichnungen sind diesmal auch irgendwie von ein bisschen einem anderen Kaliber und trauen soll, durchzublättern. Auf jeden Fall, die Texte braucht man da auch nicht lesen. Also, das ist tatsächlich das einzige Album, das ich vielleicht ein-, zweimal schnell durchgehört habe, nur um es dann loszuwerden. Was ebenfalls nicht erst letzte Woche bei mir gelandet ist, sondern schon wesentlich länger in meiner Sammlung ist, sind die nächsten Alben von ihnen, die ich damals tatsächlich schon als Kind besessen habe und als Kind tatsächlich rauf und runter gehört habe. Das sind für mich dann auch noch mit Alben, wo einige meiner Lieblingslieder drauf sind. Da haben wir zum Beispiel das großartige Im Himmel ist die Hölle los. Mit so Nummern wie Blöd, das ich immer noch großartig finde, oder Schau, wie es schneit, die Russen kommen, Bongo Boy ist super. Konkurs finde ich ja nicht schlecht, aber Möpse ist großartig, Wo ist die Kohle ist großartig, Das Leben, das ist kurz, ist super und natürlich Ja, der Alkohol ist ebenfalls eine absolut grandiose Ballade, unglaublich komisch, auch ein absoluter Anspieltipp von mir. Außerdem kam dann eben danach das Album Himbeerland. Hier dankenswerterweise in zensierter Form. Der Froschkönig hier freut sich offensichtlich nicht über seine Begießung. Wir freuen uns aber offensichtlich über Begießung mit Liedern wie Die Pille für den Mann, Wirf die Motorsäge an. Was ist da noch drauf? Eigentlich sonst
gar nicht einmal so viele tolle Sachen, wobei die Nummern, die mir auf dem Album gefallen, die gefallen mir besonders gut, nämlich dann Drei weiße Tauben, das absolut großartig ist, oder ebenfalls eines der genialsten Tracks, die die ERV jemals geschrieben haben, mit Der Wein von Mykonos. Den finde ich auch noch absolut genial. Können auch da durch das Booklet blättern. Und das ist einfach schön zu sehen, wenn da in dieser ganzen Veröffentlichung dann wirklich eine Menge Arbeit drinnen steckt. Jetzt eine kurze Unterbrechung vom regulären ERV-Programm, denn es kam dann eine interessante Aktion, hier wunderschön von Manfred Deix gezeichnet, der Eberhardinger rechts, Thomas Spitzer links, nämlich Eberhardinger und die Gruftgranaten. Das ist mehr oder weniger auf der offiziellen ERV-Page auch als Album verzeichnet, ist aber kein klassisches ERV-Album in erster Linie, sondern ist mehr ein Musikkabarettstück, das mit großartigen Parodien und etlichen anderen Sachen funktioniert und wirklich nicht mehr anders sein könnte als das, was die ERV normalerweise macht, aber trotzdem absolut großartig und unterhaltsam. Also auch das sollte man, finde ich, nicht auslassen, da findet man dann im Inneren ein Poster, beziehungsweise ein paar rechtliche Hinweise, auch noch ein paar Zeichnungen vom Deix, aber hier quasi dann noch ein größerer Ausschnitt vom Frontcover mit noch anderen Charakteren. Quasi das letzte Abendachterl oder was auch immer das sein soll, ist auf jeden Fall großartige Zeichen. Ich liebe ja die Karikaturen von Manfred Deix, die sind absolut großartig. Dann schauen wir weiter zu Amore X. Vorsicht. Gemach. Amore XL, ein weiteres Album, da die XXL-Version, offensichtlich auch die XX. XL-Version. Wundert mich, dass sie den Schmäh nicht selber gemacht haben. Mit nämlich noch einigen Live-Tracks mit dabei sind ein paar, ja, sagen wir mal, okay Nummern dabei. Es ist jetzt nicht so, dass wir, dass das Album schlecht ist, aber es ist trotzdem eines der schwächeren. Dafür mag ich den Silber-Effekt hier auf der CD. Ich mag's, wie sehr mich YouTube für dieses Update hassen wird. Auch da wieder die Texte mit dabei. Und wir sind ja jetzt dann schon tatsächlich im Endspurt eigentlich. Wenn wir zum nächsten Album dann schauen, mit Neue Helden braucht das Land, da gäbe es eigentlich auch noch eine Tour-DVD mit dem Auftritt aus Graz. Die ich noch nicht habe, weil die momentan so bei Amazon im Privatverkauf und im Marketplace zu Preisen ab 100 € oder so gehandelt wird. Die habe ich mir dann noch nicht gegönnt. Da reicht jetzt einmal vorerst die CD und ja, den Kopf in den Sand stecken. Das kann man momentan tatsächlich in einigen Situationen. Obama ist eine nette Nummer, Rabatt ist eine ganz nette Nummer. Ansonsten ist auch das jetzt nicht unbedingt eines von den Alben, das ich zu den stärksten von ihnen zählen würde. Generell, je weiter wir uns da in Richtung Zukunft bewegen, desto weniger Anspieltipps gibt es hier. Auf jeden Fall Bilder mit dabei, die Songtexte und Absurditäten. Das ist ja immer wiederum was Nettes. Aber ich muss tatsächlich fast sagen, also neben Frauenluder, mein absolutes Least Favorite Album ist eigentlich die Werwolf-Attacke. Auch wenn sie, warum ist das nicht zensiert? Wenn sie vielleicht die ein oder andere Nummer. Nein, eigentlich fällt mir da von diesem Pfeif drauf, ist eine saugeile Nummer, das stimmt. Bankrott finde ich cool. Aber das war's dann auch schon wieder. Wimp.
war tatsächlich mein erster Gedanke, nachdem ich diese CD dann aus dem Player genommen habe. Da ist nicht wahnsinnig viel Cooles mit dabei, aber da vor allem mit den ersten Alben, also wer sich da reinhören möchte, von Geld oder Leben über Watumba bis hin zu Nepomuks Rache, hat man ja eh schon massiv was zu tun. Dann noch die Beantwortung der großen Frage: Was haben wir gelacht? In einem anderen Album mit quasi offensichtlich Penis, Wurmgehirn unter der Mütze. Ja, wobei verdächtige Larifaritäten klingt auf jeden Fall nach etwas, das mich auch an meinen Kanal ein bisschen erinnert. Da sind mehr oder weniger Nummern drauf, die es schon seit längerem gab. Es ist so ein Halbalbum wieder mal. Nummern, die man damals nicht fertig produziert hat oder nicht veröffentlichen wollte, aus welchem Grund auch immer, und dann irgendwann einmal wieder aufgewärmt und da auf ein Album zusammengepfercht hat. Das klingt jetzt deutlich gemeiner, als es eigentlich gemeint ist. Sind tatsächlich die ein oder andere nette Nummer mit dabei, Texte wieder. Und dann das allerletzte Album, das tatsächlich letzte Album, das ich scheinbar jemals machen werden, war dann Alles ist erlaubt aus dem Jahr 2018. Da gibt es offensichtlich zwei verschiedene Versionen. Ich habe mir in diesem Fall logischerweise die mit Schuber gegönnt, ist aber relativ einfach. Der Schuber hat dasselbe Motiv wie das eigentliche CD-Cover, was mir auch wirklich gut gefällt mit dem erschrockenen ERV-Logo. Dafür ist hinten etwas anderes und da ist mit der Trick der Politik, erzähl mal, das ist großartig. Gegen den Wind finde ich super. Das sind tatsächlich einige sehr politisch, mehr politisch als vielleicht teilweise sonst. Aber einige wirklich coole Nummern drauf. Irgendwie mag ich dieses Design, dieses furchtbar überladene, mit einfachen Word-Schriftarten niedergetipselte, ist irgendwie in diesem Fall tatsächlich ansatzweise erträglich. Dann auch hier wieder die Texte mit dabei, wieso nicht? Und dann zu guter Letzt warten noch die zwei DVDs auf uns, bevor wir dann wieder zu anderen Sachen. Geh da rein, jetzt. Das ist gemein, wieso. Das Booklet wollte nicht wieder zurück. Aber wir finden dann auch gleich noch zwei Live-DVDs. Wie gesagt, die dritte Live-DVD fehlt mir noch. Da haben wir einerseits 100 Jahre live, kommt nicht ganz hin, es waren jetzt erst 41. Das ist ebenfalls eine relativ seltene DVD, die mittlerweile schon zu über 40 plus Euro auf jeden Fall gehandelt wird, mit etlichsten Tracks, wer die Tracklist nachschauen möchte. Und zwei DVDs mit dabei, eine Bonus-Disc auch noch und ein Booklet, wo dann auch noch ein paar Fotos dabei sind. Und dann habe ich noch die nächste DVD eben mit der Werwolf-Attacke. Danke dafür im Angebot. Ebenfalls sau vielen Liedern, ne? 2 Stunden Konzert. Und dann kommt jetzt dann Ende des Jahres noch die Abschiedstournee als riesenfettes Set mit Blu-ray und 3 Live-CDs und so weiter, mit Buch auch in den Handel. Und das werde ich mir dann ebenfalls noch gönnen. Aber bis dahin sind das eigentlich alle Alben. Das Einzige, das ich weggelassen habe, sind die meisten Best-of, Live und so weiter CDs, um nicht alles doppelt und dreifach zu haben. Aber ich bin tatsächlich der Meinung, die beste Band Österreichs, meiner Meinung nach, hat es sich definitiv verdient, gehört zu werden. Und deswegen wollte ich das jetzt auch hier in aller Ausführlichkeit vorstellen für diejenigen, die vielleicht noch nichts gehört haben oder denen noch was in der eigenen Sammlung fehlt. So schaut das dann quasi im eigenen Regal aus. Also im Fall, dass man es natürlich richtig reinstellt und nicht einfach in der Luft halten muss, weswegen es ein bisschen schief ausschaut. Aber eigentlich ist es recht cool.